Hallo alle zusammen. Gut. Ja, ich würde sagen, Ja. was brauchst du denn an Relikten? Wollen wir zum Ach. Craften, zur Crafting-Station gehen? Wobei, du kannst es dir ja eigentlich auch in deinem Recipe-Journal anschauen. Was brauche ich denn hier? Das Upgrade kann ich hier ja nicht sehen. Also. Nee, das stimmt. Da müssen wir dann mal hingehen. Genau, weißt du was, sonst düsen wir doch mal zu deinem Claim. Ich habe ja deinen Claim noch gar nicht gesehen, Ich außer habe dass ja du auch den gar mal. kein Claim. Was, du hast keinen Claim? Warum nicht? Warum soll ich denn da Kupfer in was rein investieren? Ich habe ja noch nicht mal. Ich will mir so eine Basis schaffen. So, also eine upgegradete Spitzhacke und dann, Ah dass ich halt ja. gleich loslegen kann, weißt du? Ich möchte Ah halt ja. nicht mal, also da was stehen haben, wo ich dann immer Kupfer reinschmeißen muss. Und ja. Aber Gibt das es ist doch eigentlich auch ein voll. Zuhause. Na, ich. Yeah. Das ist doch ein Obwohl. Zuhause. Du kannst doch nicht einfach kein Zuhause haben. Doch, das geht ganz gut. Ach Lass uns mal zu deinem Zuhause gehen. so, du willst zu mir? Boah, jetzt hast du den Trade angenommen. Na super. Ja, Ja, warte. ich sehe das nie. Ich bin Ich am. weiß nicht, ob du dich gerade zu mir porten kannst, weil du dich ja gerade vorher zu mir geportet hast, oder? Geht immer. Ich guck mal. Ich glaube nicht, dass es immer geht. Ich glaube, es hat einen Cooldown von 30 Minuten oder so. Aber Boah, dann musst du halt cringe. laufen. Wirklich ein cooler. Ja, wo sehe ich denn das, ob das ein cool, warum funktioniert denn? Gut. Geht's? Boah, Mann, was Nö, ist denn mit geht meiner Stimme nicht. los? Naja, du weißt ja, wo ich wohne, oder? Dann kannst du ja mal laufen und ich gucke währenddessen schon mal. Ah ja, Was übrigens, für muss. alle, die der Meinung sind, dass ich nichts baue, die werden jetzt eines Besseren belehrt, weil ich habe nämlich gestern oder vorgestern hier endlich mal den Sockel gebaut für mein Haus, das ich haben möchte. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich euch mal kurz das Bild zeigen, das ich da als Vorlage verwende. Ganz schön ambitioniert. Aber, huch, ja, ich muss die Screen Region für den Chat irgendwie ein bisschen anders machen. Weil immer, wenn ich irgendwas öffne auf dem zweiten Bildschirm, dann wird das da falsch angezeigt. Aber ein Noob. Ein Noob im Streamen. Ich bin ein Noob in diesem Spiel. Ja, okay, das steht aber auch außer Frage. Danke. So, ich kann hier. Oh Gott, ich muss das irgendwo anders hin tun. So, hier, das ist nämlich das die Vorlage von meinem Häuschen, das ich nachbaue. Habe ich jetzt gerade meinem Stream. Klassischer X-Split-Fail. Du meinst von mir oder von X-Split-Gorm? Ach so. Okay. Ah. Ich muss mal kurz eine Frage, wo wohnst du nochmal? Was ich? Ja. Oxbow. Irgendwie habe ich hier, glaube ich, noch ein paar Mikrowoxel rumschweben. Why you no work? Ah, jetzt. Ja, die Räusperer, die sind heute mit inklusive. Tut mir echt leid. Weil Erkältung und so, glaube ich. So, ich habe zwar nicht auf dem Dach gesessen, aber Nee, ne ja. du warst nicht die Freundin, die bei mir auf dem Dach saß. Ansonsten würde Ernst, glaube ich, auch ein bisschen eifersüchtig werden. Was habt ihr denn gemacht? Nichts Verbotenes, bis auf dem Dach zu sitzen. Ach so. 1700, 1800 Meter bist du weg. Alter.
Ja, wahrscheinlich. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann das tatsächlich das Fenster aufnehmen und nicht nur eine Screen Region? Ich werde vielleicht mal. Ich meine, ich streame ja nicht so oft und ich hatte halt XBIT schon von früher noch die Lizenz. Und deshalb wollte ich mich jetzt nicht mit einem anderen Programm beschäftigen. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht über Stream unterhalten. Oder doch? Weil Sina ja hier noch 100 Jahre braucht, bis er hier angekommen ist. Oh Mann, irgendwie im Stream hört man den Sound gar nicht. Aber wenn ich den jetzt lauter mache, dann höre ich dich nicht mehr. Ja, ich habe ja auch nicht so viel. Da fliegen mir die Ohren weg. Kann man bei Open Broadcaster Dingenskirchen auch eine Soundquelle noch mit in den Stream einfügen? Unterschiedliche Soundspuren? Huh? Oh, der Sound ist so cool. Ich habe eine neue Musikrichtung entdeckt, also ich kannte die schon. Das sind so die Soundtracks, die auch bei True Blood immer laufen. Swamp Folk heißt das. Was? Das ist Gothic aus den Südstaaten. Alles klar. Das ist ungefähr so cool wie schwedischer Hip-Hop. Nein, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich stehe ja so ein bisschen auf Schwedischer Hip-Hop ist Country-Musik. auch ziemlich cool. Ach Also, so. man versteht zwar nichts, aber ich finde ihn ziemlich cool. Nee, es liegt daran, dass ich einen Film gesehen habe letztens. Und zwar The Fault of in Our Stars hieß der auf Englisch. Und da Ah, wird davon habe schwedischer ich schon Hip-Hop. gehört. Es ist sautraurig, also es ist wirklich sautraurig, aber auch kitschig, aber sehenswert. Es ist abgefahren, man weiß gar nicht so richtig, ob man es gut finden soll oder nicht. Genau, Es ist gut. Wenn man heulen möchte, muss man sich den Film angucken. Welcher Film auch noch ziemlich gut ist, was Atmosphäre angeht und Musik, das ist Only Lovers Left Alive. Ist auch ein sehr guter Film. Jim Jarmusch, müsste dir ja was Ach sagen. so, ja, natürlich. Und ich dachte erst, wieder so abgefuckter Scheiß von Jim Jarmusch wie Dead Man oder andere tolle Filme, die er gemacht hat. Aber dieser Film, den kann man sich wirklich angucken. Vampire, Musik, ja. Und worum geht's da genau? Das sind zwei Vampire, die halt irgendwie überleben wollen und leben wollen, sagen wir es mal so. Und die lieben sich halt. Und worum geht's? Es geht eigentlich nur um zwei Vampire, die da durch die Gegend laufen und irgendwo was machen. Und er hat auf jeden Fall so eine Seinskrise und fragt sich, also er ist quasi so der Emo-Vampir, so muss man Oh sich das Gott, das vorstellen. hört sich ja grauenvoll an. Und ist super unzufrieden mit der Welt und alles und sagt sich, oh, hier ist alles scheiße und will sich umbringen und dann ist da seine Freundin und Oh, es hört sich sagt ziemlich so, schrecklich Alter, an. das hatten wir schon mal und du hast die ganzen tollen Sachen verpasst, wie die Inquisition und den Bürgerkrieg und hast nicht. Die ganzen tollen, aufregenden, coolen, spannenden Sachen. Ja, nee, ist wirklich sehenswert und ich bin ja eigentlich kein Fan von Originalfassungen, da mein Englisch ja nicht so gut ist wie deins oder viele andere Leute. Aber das ist ein sehr schönes Englisch. Also, das ist halt britisch, weil es sind Vampire. Vampire kommen ja alle aus England. Und kann man sich gut angucken. Werde ich mir mal aufschreiben, mir mal angucken, wie es so ist mit den Emo-Vampiren. Ist nur ein Emo-Vampir, aber der kann ziemlich geile Musik machen. Das ist. Ah, okay. Der Oh macht Gott, so der macht Musik. auch noch Musik. Ja, und zwar, die Musik erinnert extrem stark an Tool. Und Tool ist cool. Also, Ja, Tool der ist macht. cool. Tool war immer noch, ist immer noch, hält immer noch den Platz des besten Live-Konzerts, das ich je gesehen habe. Und das heißt was, weil ich viele Live-Konzerte schon gesehen habe. Also, schon cool. Cool, Wobei ja. Rammstein kommt ziemlich nah dran. Aber anders Aber irgendwie. anders, oder? Ja. Oder Asp sind natürlich live auch ziemlich geil. Oh ja, und weil wir dieses Jahr nicht zu Miraluna fahren, schau. Oh, Was jetzt ist da klingelt in mein los? Handy. Ja, aber dafür kann ich mir Marilyn Manson hier in Wien angucken. Den habe ich nämlich noch nie gesehen. Weil es ist nur so am Rande mein Musikgeschmack. Aber ich glaube, dieses Jahr
werde ich mir das mal reinziehen. Ich finde den Typen einfach nur gruselig. Gruselig? Also, ja. Ach, Quatsch, ich finde ihn super. Ich mag die Musik von ihm auch, aber ich, so wie der aussieht, boah, der weiß auch nicht, was er sein will. Ne? So, ich blende mal hier das olle Haus wieder aus. Ja, Gorm, wie geht's denn dir? Ich habe dich gar nicht streamen sehen. Ich habe extra eine E-Mail eingestellt. Hier, Gorm ist bei uns im Chat. Und der ist, der streamt eigentlich sonst doch relativ viel, gell? Zwar World of Warcraft und so, aber jedem das Seine. Es gibt wirklich, ich finde es faszinierend, dass es Leute gibt, die zu Hause sitzen und sich einen Stream angucken, von wie jemand spielt. Abgefahren. Also. Ja, aber es sind die gleichen Leute, die sich meine YouTube-Videos angucken. Übrigens, wer meinen YouTube-Kanal nicht kennt und hier ist, soll mal unten in die Beschreibung gucken. Da ist der nämlich verlinkt. Und da sind viel mehr Videos als hier. So sieht es nämlich aus. Ja, also ich mache das meistens nebenher. Ich gucke einen Stream immer nebenher, während ich eigentlich was anderes mache, ja. Ah, okay. Aber du spielst nicht und guckst einen Stream gleichzeitig. Doch, manchmal auch. Allerdings nicht, wenn ich selber streame, weil dann ist das ja irgendwie Inception. Ja, ich verstehe schon. Auch wenn wir schon mal bei Filmen sind, ne? Auch ein ziemlich geiler Film. Das ist eher meines Channels Tod. Deines Channels Tod. Ach so, ja, wenn du schon korrekt den Genitiv verwenden möchtest, dann aber bitte Tod auch richtig schreiben. Rechtschreibflames. Ja, komm hier. Grammar Police is on the roll. Ja, letztes Mal noch gesagt, ich kann nicht richtig schreiben und jetzt auch solche Dinge raus. Ja, so ist das. Ja. Nee, das ist ein sehr dünnes Eis, auf das ich mich einfach nicht bewege, weil ich immer einbreche und solange man mich versteht, ist alles okay. Ja, okay. So, boah, ja, was soll das denn werden? Ja, warte, ich habe das im Stream gerade eingeblendet gehabt. Ich kann es nochmal kurz einblenden. Sehe nicht. Da ist es. Was, warum postest du denn einen Mülleimer? Oh. Nein. Bist du auf dem Stream? Ich kann es dir sonst im Teamspeak auch schicken. I'm not sure. Ach, du bist ja eh drin. Also ich weiß nicht, was du eingeblendet hast, weil bei mir ist da nichts. Du bist auf dem Fahnen in der Luft. Bist du auf dem Stream? Ich bin nicht auf dem Stream, nein. Ja, eben da habe ich es eingeblendet. Ich kann es dir im Spiel schlecht einblenden. Ach so. Ösis? Ach so. Ja, ich bin ja kein Ösi, ich bin ja nur Wahl-Ösi. Und Sinai ist ganz und gar kein Ösi, also... Also, ich mag das Land sehr, ich liebe Wien, aber bin doch ganz gerne hier, wo ich bin. Ne? Ja. Auf meiner kleinen Insel. Sag mal, irgendwie früher konnte man im Teamspeak doch irgendwie, da gab es doch so eine Lautstärke-Regelung direkt im Interface und jetzt irgendwie, Du kannst die Lautstärke einzelner Personen regeln, indem du die recht anklickst, glaube ich. Ist das immer nur bei den einzelnen Personen? Ich glaube schon. Ich dachte, es gab so ein Overall Sound lauter. Ich will dich irgendwie lauter stellen, damit ich die Musik dann lauter stellen kann, damit ich alles lauter stellen kann. Ja. Laut geht die Welt die Runde. Ja, ja, macht immer euer eigenes Ding da im Chat. Das ist schon in Ordnung. Das haben wir schließlich bei dir auch gemacht. Gut, es ist extrem verwirrend. Du Leuten sprichst und ich denke mir so, was? Ja, die chatten da gerade. Schreibt ihr? Also. Nein, ich spreche mit denen, weil, ja. Also da ist immer ein bisschen eine Verzögerung. Also wenn die was im Chat schreiben, dann dauert das circa eine Minute, bis sie das hören, was ich darauf gesagt habe. Ah, weil die Chats sind nicht ganz live. Sehr doof. Ja, warte mal, ich kann dir mal Baurechte geben, auch wenn ich jetzt ein bisschen Angst habe. Hä? Dir Baurechte zu geben. Ich weiß ja noch nicht mal, wie man baut. Also, ja, eben, das macht mir ja Sorgen. Ihr meint, ich werde hier irgendwas hinpflanzen.
Nein, aber vielleicht irgendwas löschen. Nein. So, ich hab dir. Jetzt solltest du eigentlich hier in meinem Claim auch was bauen können. Ich sehe auf jeden Fall plötzlich blaue Säulen. Wobei eben das wäre kontraproduktiv, wenn du das tun würdest. Wahrscheinlich. Ich baue hier nichts. Also ich baue hier gar nichts. Was ich dich nur fragen wollte, ist, Entschuldigung für diese ganzen Nu-Fragen.